In dem Moment, als sich der Weg nach Argus öffnete und mein Blick auf die Heimatwelt der Legion fiel, wusste ich, dass ich nicht zurückkehren würde. Ich werde mich meinem ungewissen Schicksal stellen. Aber ich habe noch etwas zu erledigen. Alte Wunden, die ich geheilt wissen möchte. Dieser Kristall enthält zwei Nachrichten. Eine für meinen Bruder Malfurion. Die andere für Tyrande. Ich verlasse mich darauf, dass ihr sie ihnen überbringt. Wenn meine Worte sie erreicht haben, legt den Kristall auf den Berg Hyjal, an dem Rand des Brunnens der Ewigkeit. Ihr wart Zeuge von Echos meiner Vergangenheit, Champion. Ich bitte um eure Hilfe bei diesem letzten Anliegen. Die Natur steht euch bei. Der Kristall. Aus ihm erklingt eine vertraute Stimme. Malfurion, selbst im Mutterleib rangen wir miteinander. Dieser Zwist hat uns ein Leben lang begleitet. Die Lehren des Szenarios waren immer dein Pfad. Mich rief eine andere Bestimmung. Gemeinsam werden wir diese Lande beschützen. Ich strebte nach Macht, nicht um zu herrschen. Sie war ein Mittel zum Zweck, um Azeroth vor einem unaufhaltbaren Feind zu retten. Du hast meinen Motiven nie getraut. Und ich schätze, ich habe dir das auch nie leicht gemacht. Doch nun, da sich mein Schicksal offenbart, möchte ich den Streit beilegen, der uns so lange entzweit hat. Nach der Legion werden andere diese Welt bedrohen. Ihr Schicksal würde ich niemand anderem als dir anvertrauen, Bruder. Du hast ein Leben lang dafür gekämpft, was Azeroth sein könnte, für den Traum. Nun musst du für das Hier und Jetzt kämpfen. Pass auf Tyrande auf. Hör auf ihren Rat. Sie war schon immer die Beste von uns. Der Weg wird lang sein. Erfülle ihn dabei immer mit Stolz den Namen Sturmgrimm. Mein Bruder war selbstsüchtig. So vielen brachte er Leid. Seine Entscheidungen kann man nur schwer vergeben. Und doch gab es Zeiten, da wir Seite an Seite kämpften, mit einem gemeinsamen Ziel. Daran denke ich gern zurück. Aber jetzt ist nicht die Zeit, der Vergangenheit nachzutrauern. Wir haben eine Welt zu heilen, Champion. In meinem Leben musste ich zwei Zerschlagungen dieser Welt mit ansehen. Muttermond, ich bete, dass ich keine dritte erlebe. Die Göttin ist mein Schild. Ich spüre die Berührung eines Zauberers in diesem Kristall. Tyrande, einst war dein Vertrauen in mich so groß, dass du mich trotz Malfurions Bedenken aus meinem Gefängnis befreitest. Doch mit der Zeit ging dieses Vertrauen verloren. Und wie mein Bruder glaubtest auch du, dass mich mein Weg in die Dunkelheit führte. Wisse, dass mein Handeln nur einem diente, der Rettung unserer Welt. Dabei konnte ich keine Unentschlossenheit zulassen, keine Kompromisse. In Zeiten des Zweifels gab es für mich immer nur eine Konstante. Nur einen Anker. Dich. Du hast schon immer das Beste in Azeroth verkörpert, Tyrande. Dein Glaube, deine Hingabe. In den dunkelsten Stunden wankte mein Vertrauen auf dich nie. Mein Schicksal und meine Pflicht sind mir nun klar.
Ich überlasse den Schutz von Azeroth dir und meinem Bruder. Pass auf ihn auf, Tyrande. Auch wenn ich mir oft wünschte, dein Herz hätte anders entschieden. So war es am Ende doch die richtige Entscheidung. Freimütige Worte. Und doch muss ich mich fragen, ob er es wirklich ernst meint. Nach Illidans Niederlage im Schwarzen Tempel wollte ich alles hinter mir lassen. Das Misstrauen, die Verbitterung. Als ich erfuhr, dass er noch lebte und den Kampf gegen die Legion an der verheerten Küste anführte, brachte ich es nicht über mich, mit ihm zu reden. Die Zeit der Worte ist vorüber. Er muss nun seine Pflicht erfüllen. Genau wie wir. Brechen wir auf, Champion. Der Brunnen der Ewigkeit. Ich bin nicht sehr sentimental, aber wenn irgendetwas meine Hingabe zu Azeroth verkörpert, dann der Machtquell, den ich vor so langer Zeit erschuf. Doch genug der Nostalgie. Der Kristall, den ich euch überlassen habe, enthält nicht zwei, sondern drei Nachrichten. Die letzte ist für euch, Champion. Ihr habt eure Ergebenheit zu Azeroth bewiesen. Eure Hingabe. Eure Aufopferung gleicht der meinen. Doch wird euch noch mehr abverlangt. So viel mehr. Schon jetzt sammeln sich Feinde und die Schatten wachsen. Von diesem Tag an ruht die Verteidigung dieser Welt mit allem, was uns lieb und teuer ist, auf euch.